Domstadt FTV wird Ihnen präsentiert von der EFI, Ihr Partner für Energie. Endlich rollt mal wieder der Ball für die Domstadt-Elf in der Regionalliga Nord. Es ging zum BSV Schwarz-Weiß-Reden. Die waren im Tritt, letzte Woche gewonnen, 3:1 gegen den FC St. Pauli. Und heute die Domstadt-Elf nach 3 Wochen Fußballpause rollt endlich wieder der Ball. Und Benny Plaschke prüft hier mal Mandic. Das war die erste Chance für die Elf von Jürgen Stoffring, der ja auch mal sehr erfolgreich Trainer beim BSV Reden war. Nächste Möglichkeit wieder auf und bei unseren Domstädtern. Dominik Hartmann legt sich den Ball um gut 18 Meter, lass es 19 sein, mal hin und präpariert seinen linken Fuß. Dominik Hartmann Pfosten! Die richtig erste dicke Chance für unsere Domstadt-Elf, die heute ein unglaublich tolles Spiel lieferte. Kämpferisch nichts mehr zu sehen von dem ruhenden Ball. Jetzt mal wieder der BSV Schwarz-Weiß-Reden. Die erste Möglichkeit knapp vorbei. Siala, der Hildesheimer, der gebürtige Hildesheimer, verpasst hier. Na, aber auf der anderen Seite, da flitzte jetzt mal Omar Fahmy in Richtung Mandic. Wieder überwunden, aber wieder der Pfosten im Weg. Zweimal Aluminium für den VV. Sei es drum, es ist einfach ja, nicht so schlecht. 0:0 in Reden, auch wenn wir hier nochmal in der 89. Minute die letzte Chance sehen, die vielleicht die 3 Punkte gebracht hätte. Ob es dann verdient gewesen wäre, man weiß es nicht. Hier Janis Latko, aber der Ball wird von der Linie gekratzt und dann nochmal Pepe Magira rüber aufs Nachbarfeld. Aber von daher war es das. 0:0, eine gute Sache beim BSV Reden. Damit können wir eigentlich wieder ja, positiv nach vorne schauen. Jeder Punkt ist wichtig im Abstiegskampf. Am 12. sehen wir uns in Kloppenburg. Bis dahin einen schönen zweiten Advent.